Das war das Pressefoyer nach dem Ministerrat, bei dem Verteidigungsministerin Claudia Tanner auch Fragen zu einem tödlichen Unfall mit einer Schusswaffe an der bayerisch-österreichischen Grenze beantwortet hat. Darüber werden wir in der Sendung auch noch berichten. Aber Ingrid Thurnher, eigentlich ist es beim Ministerrat um etwas anderes gegangen, nämlich darum, dass Kinder ab 12 Jahren jetzt auch in den Impfplan aufgenommen werden. Eigentlich ist es ja, es ist natürlich wichtig für die Kinder selbst, dass sie diesen Impfschutz erhalten können. Aber was bedeutet das denn für die Gesellschaft als Ganzes, für unsere Herdenimmunität, dass diese Altersgruppe jetzt auch geimpft werden kann? Na, das sind doch immerhin 340.000 Menschen in dieser Altersgruppe. Und wenn wir uns an die letzten Wochen zurückerinnern, in denen der Impfstoff schon steigt, in denen die Infektionszahlen deutlich abnehmen, wenn wir da Meldungen bekommen über Cluster, dann sind die meistens aus irgendwelchen Schulen. Und da zeigt sich schon, dass in den Schulen sich das dann doch anders als man lange Zeit gedacht oder behauptet hat, vielleicht auch wieder besseres Wissen, das Virus schon sehr, sehr rasch verbreiten kann. Und auch wenn sozusagen Stand des Wissens ist, dass Kinder meistens nicht schwer erkranken, muss man doch darauf hinweisen, dass dieses Syndrom Long-Covid, pardon, dass das bei Kindern und Jugendlichen offenbar häufiger auftritt, als das allen lieb sein könnte. Und dass Kinder und Jugendliche teilweise monatelang nach der Infektion dann noch dramatisch unter einer solchen Infektion leiden. Und das will man natürlich auch nicht. Also, wie wir schon vorher besprochen haben, es gilt abzuwägen, den Nutzen für die Kinder und Jugendlichen gegen das vielleicht bestehende Risiko von Nebenwirkungen. Und da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben es gerade gehört, Gesundheitsminister Mückstein hat von Kanada und den USA gesprochen. In Israel aber zum Beispiel, das wir ja sehr oft als Impfweltmeister hier schon zitiert und gezeigt haben, in Israel da ist man sehr zurückhaltend bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16. Wenn man sagt, das ist noch nicht ausreichend erforscht, da weiß man noch nicht genau, soll man das wirklich tun. Und da wird diese Impfung nur empfohlen für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Oder aber für solche, die zum Beispiel sehr viel mit ihren Eltern ins Ausland reisen oder sehr viel im Kontakt mit Menschen sind, die aus dem Ausland einreisen. Und da will man sich eben auf diese Gruppen beschränken, weil man eben Bedenken hat, dass die Forschungen noch nicht so weit fortgeschritten sind. Aber andererseits, wenn wir das Forschungstempo kennen zum Thema Impfstoff, wo wir alle geglaubt haben, 18 Monate Minimum wird es dauern, bis einmal einer da ist, dann hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Dann gab es keine Forschungen, zum Beispiel für Impfungen bei Schwangeren. Das ist dann auch sehr, sehr schnell gegangen. Bei Jugendlichen ist das natürlich eine andere Geschichte, da auch entsprechend Studien zu machen. Aber vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten oder Wochen ausreichend Datengrundlage, dass auch in Israel gesagt wird, wir machen es. Bei uns hat man sich jetzt einmal dafür entschieden, das freizugeben. Und man muss ja auch sagen, Kinder und Jugendliche werden gegen alles mögliche andere auch geimpft. Also warum sollte das, sagt man jetzt ganz unwissenschaftlich, das jetzt gerade ein Problem sein? Und wenn wir über Herdenimmunität sprechen, dann glaube ich, wird man nicht darum herumkommen, wenn das ein Ziel ist, das man sich eben gesundheitspolitisch gesetzt hat. Nicht allen geht es mit dem Impfen schnell genug voran. Wir haben vorher in der Sendung schon SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gesehen, die fordert, das Impftempo zu erhöhen. Hört denn die Regierung diese Forderungen? Naja, wir haben jetzt gehört, das Bundesheer unterstützt da zum Beispiel beim Impfen in den Ministerien. Aber ansonsten natürlich ist man im Wesentlichen auf die großen Impfstraßen angewiesen und auf ein paar Hausärzte, die vor allem in den ländlichen Regionen doch impfen. Aber in der Stadt Wien zum Beispiel, wo die Impfquote am niedrigsten ist im Bundesländervergleich, da klagen die Hausärzte nach wie vor, dass sie eben keinen Impfstoff zugewiesen bekommen. Und da muss man sich auch fragen, könnte man durch die Dezentralisierung der Impfung möglicherweise auch viel, viel mehr Leute pro Tag impfen. Wir alle hier haben die Erfahrung schon machen dürfen mit einer ersten Teilimpfung im großen Impfzentrum im Austria Center Wien. Das ist hervorragend organisiert, das funktioniert wirklich klaglos, geht sehr schnell und unbürokratisch. Aber natürlich, es ist ein großes Impfzentrum. Man fragt sich schon, könnten nicht wahrscheinlich hunderte Hausärzte, noch mehr Apotheken möglicherweise auch Impfungen verabreichen? Da hat es einen großen Streit zwischen Ärztekammer und Apothekerkammer gegeben. Apotheken dürfen das bis jetzt nicht. Anderswo ist man da viel gelassener. Impft in Discos, Bars, Kaffeehäusern, Drogeriemärkten und, und.
Israel zum Beispiel hat das vorgemacht, also ein Stich für einen Gratis-Drink und mit allen möglichen Motivationsgeschenken wurde da gearbeitet, um die Leute zur Impfung zu bringen und auch die Impfung zu den Leuten zu bringen. Und das ist bei uns, glaube ich, noch auf halber Strecke. Und wenn man das wollte, könnte man das ganz sicher noch viel, viel stärker überall ausrollen. Ingrid Turner, vielen Dank für diese Analyse. Und